Presents Marvel Comics. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Marvel vs. Capcom Fighting Collection Video. Und ja, wir kommen jetzt zu einem Spiel, was ich kaum bis gar nicht gespielt habe. Und zwar ist es MVC 1. Und da werden wir auch nur einen Arcade-Run machen, weil, wie gesagt, ich habe da nicht so einen großen Bezug zu. Für alle MVC-Fans, ja, Bank macht mich kaputt. 98, die haben echt rausgehauen. Capcom Presents. Wie gesagt, scheint auch daher zu kommen, dass da Charaktere drin sind, die ich nicht sofort spielen würde. Klar. Ja, das berühmte Bild. Ja, die Musik ist auch super, die Präsentation ist auch super. Ja, ich habe mir so gedacht, wir machen hier mit Wolverine und Spider-Man. Na so, und ich krieg zufällig einen. Okay. Na dann, wollen wir mal schauen, wie wir uns hier schlagen. Let's go. Ready. Einfach kaputt. Da. Ja, dafür ist es gut, aber die machen wenig Schaden, deswegen ich kann das nur. Berserker Assault mit Spidey. Wolverine. Ja, coole Artworks. Hab ich jetzt wirklich Jubilee? Maximum Spider Baby. Web Pro Baby. For JJ. Ja, der hat auch coole Quotes. Ja, Spidey hat hier zwei Specials mehr. Einmal halt diesen Assault. Und dann einmal einen ganz nahen Throw. Let's go, Bob. Ready. Fight. Boah, geht das schnell. Gott, dieses Spiel ist schnell. Das wird ja immer schneller und schneller, ey. Das ist Wahnsinn. Psylocke? Wollen wir mal gucken. Das geht ja fix. Let's go, Bob. Ready. Fight. Oh Mann, Hulk, ey. Let's go.
Ah. Spidey mit Venom. Venom sieht hier ziemlich cool aus. Ultimate Repro, ja, so war er. Unknown Soldier. Sollen wir mal gucken, wer dieser Unknown Soldier ist? Weil das sind die Assists hier. Weapon X! Wolverine, win. Mann, Mann, Mann. Alter, Spiel ist schnell. Jin kannte ich auch nicht kennen. Ich dachte so. Oh, okay. Ah, Red Hulk. Ja, es gibt diese versteckten Charaktere. Ha!
Spider-Man. So close. Combat Assault, ja. Da hat er sozusagen so eine, ja, Target-Combo als, ja, Finish bekommen. Was super ist halt für MVC. Das passt. Let's go. Ready. Fight. Ah ja, das kenne ich, die Musik. Ja, Wolverine ist hier krass. Das ist fies. Aber das ist immer noch der 90s Spider-Man aus der Animationsserie. Oder schon aus den Comics. Ah ne, der aus den Comics hat, glaube ich, andere Augen. Ah ja. Oh, Magneto und... Ach, komm schon! Now, behold my mighty hands. What the? No one is safe. Oh, wo hat er seine Hits? Oh, ist er. Alter, der ist übertrieben. Mann, Alter. Oh, wie soll ich den denn bekommen? The dream is dead. Onslaught, Alter. Also die erste Phase ist okay, die zweite... Ha
Now behold my mighty hand, meine Güte. So. Aua! Okay, Wolverine! Boah, komm schon! Komm schon, Spidey! K.O. Spider-Man. So lucky. Ja. One for JJ. Yeah. Ja, meine Damen und Herren, das wär's mit dem Arcade Run von Wolverine und Spidey in Marvel vs. Capcom Clash of the Heroes. Für mein Empfinden ist es ist ein sehr gutes Spiel, ja. Mein Problem ist, dass ich nicht mit so vielen Charakteren hier appealen kann. Wie gesagt, Charaktere damals wirklich verdammt wichtig. Ich meine, ich find's cool, dass Jubilee hier drin ist, aber nur als Assist. Ziemlich schöne Animation allgemein. Also das Art-Design, die Musik, super geil. Aber ich habe leider mehr Verbindung mit Marvel vs. Capcom 2. '98. Naja, okay, meine Damen und Herren, das wär's. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Fighting Stage Zeug gefällt, hinterlasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin DK, das ist Game Stage 5. Und wir sehen und hören uns wieder, wenn es denn heißt Marvel vs. Capcom. Und zwar, ja, da habe ich deutlich mehr gespielt, beziehungsweise, ja, mehrere Charaktere geben mir da ja, mehr zu tun. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir nachher zum Finale und bei The Punisher ist ein Beat'em Up. Das werden wir hier nicht behandeln. Das ist ja kein Fighting Game. Das werde ich irgendwann für mich durchspielen. Daher Marvel vs. Capcom 2, ja, eigentlich das, wofür man die Collection eigentlich auch gekauft hat. Ja, und ich muss persönlich sagen, ja, Marvel vs. Capcom 2, das ist ein All-Time-Favorite, ne? Aber das werden wir ja sehen, wenn wir zum ultimativen Versus-Game kommen. Ich meine, Marvel vs. Capcom 3, hey, das ist auch ein ziemlich gutes Spiel. Ich müsste da nur es wieder haben und ein bisschen mehr spielen, aber vielleicht kommen wir mal irgendwann dazu. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn es heißt, endlich, ja, eines der beliebtesten und besten Versus-Games unserer Zeit. Alles klar. Reinhauen!